Ja, wo bleibt der Ronny denn jetzt? Ich bin fast da. Ja, Also weil ich die bin der Zombies Wand sind auf jeden entlang Fall alle wieder gelaufen. da. Ich Weil so bin die lange hält Wand das entlang Feuer ja eh nicht mehr gelaufen. hier. So, ich sehe die Autos, die hier hinten rumstehen. Wo bist du denn Hier jetzt? ist so einer von diesen blauen Zombies wandert hier rum. Ich bin bei meiner Leiche jetzt gerade. Und der blaue Zombie hat mich wieder gefunden. Lauf weg. Kann ich nicht, ich bin zu schwer. Noch ein blauer Zombie. Wir haben doch gesagt, die Zombies sind respawned. Ja, das weiß ich, Schatz, aber ich muss ja trotzdem an meinen Loot rankommen. Ich versuche ja wegzukommen, aber ich bin einfach, ich kann nicht laufen, ich bin einfach zu schwer. Oh, jetzt bin ich tot. Ja. Alle ist auch tot. Das macht so keinen Sinn. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir respawnen alle jetzt nochmal am Lager und dann machen wir die Quintessenz dann von dem Ganzen und dann gucken wir mal. Dann spielen wir es auf jeden Fall nicht mehr im Team weiter, wenn das. Das scheint ja der allgemeine Wille zu sein, wenn ich das so richtig verstehe, ne? Es nervt einfach. Also ich werde es nicht weiterspielen, ich bin Gerade es raus. wieder. Ach so. Hallo und willkommen zurück zu Road to Eden. Noch in derselben Folge, wie ihr merkt, denn wir haben in der kurzen Aufnahmepause zwischen zwei Folgen haben meine drei Kollegen entschieden, das Spiel nicht mehr weiterzuspielen. Von daher, ja, da gibt es auch ganz klare Gründe für. Und ich weiß nicht, wer möchte denn anfangen dafür mit dem Kommentar zum Spiel? Ja, das Spiel leckt extrem und die Klamotten, die man wirklich braucht, findet man nicht. Ich Und wenn habe man den Hut mehr schon höher gesetzt, muss ich auch an der Stelle nochmal sagen. und wenn man wirklich nur stirbt, weil du nur ein Messer oder so hast, die Munition, die haut man einfach so weg, weil man nicht trifft, weil wenn man zielt, schon vorbeigeschossen hat. Und dann hört der Spielspaß irgendwann auf. Und vor allen Dingen, du kannst ja nicht mal richtig zielen, weil du halt diese Mikrolags hast und deswegen 10 Stunden brauchst, um zu zielen. Ja. Ja, also was mich extrem stört, ist also definitiv diese Produktionskette. Also da scheint sich der Entwickler also nicht wirklich viele Gedanken zu gemacht zu haben, wann er welche Rezepte zugänglich macht oder wann er was zugänglich macht. Als ganz extrem gutes Beispiel möchte ich da einfach mal jetzt an der Stelle Valheim anführen, wo man halt ganz klar quasi jede Stufe klar definiert ist, wie du dich weiterentwickelst. Alleine quasi die Bosskämpfe bestimmen ja, wie du dich auch weiterentwickelst, ne? Das ist ein sehr gut gemachtes Entwicklungsbild. Aber selbst 7 Days to Die, weil die ja auch Rezepte benutzen, um die wichtigen Sachen zu bekommen, macht es einfach besser, weil man einfach diese grundlegenden Sachen einfach bauen kann. Und es scheitert ja hier schon daran, dass man ja noch nicht mal eine grundlegende Base bauen kann. Ne? Also es fehlt an allen Ecken und Kanten. Jetzt haben wir inzwischen genug Nägel. Wir könnten jetzt die ersten Bauteile bauen. Es ist einfach viel zu anstrengend, viel zu langwierig, um wirklich mal in die Pötte zu kommen, um hier mal wirklich etwas zu erbauen. Und die Karte ist jetzt auch nicht super riesig und es sind leider sehr viele Punkte dabei, die sehr gut geschützt sind. Es sind viele Häuser, habe ich jetzt eben bei meinen nächtlichen Spaziergängen mal festgestellt, viele Häuser, die gar nicht zugänglich sind, also wo man eigentlich gar nicht looten kann. Und also ich finde es einfach sehr, sehr müßig, weil man einfach zu wenig selber bauen kann. Man ist viel zu sehr darauf angewiesen,
Ressourcen zu finden, Rezepte zu finden, damit man überhaupt mal was machen kann. Und ganz, ganz schlimm finde ich die Herstellung von Wasser und essbaren Sachen, also dieses Braten, das dauert ewig, dass es keine Produktionswarteschlange gibt, das ist eine Technik anno Dünnemals, ne? Es ist ein Ein-Mann-Programmierteam, man kann vieles verstehen, klar, natürlich, man kann da gewisse Abstriche machen. Ich mache gerne Abstriche hier bei der Grafik, die ist sicherlich nicht mehr State of the Art, aber sie ist auch nicht wirklich schlecht, ne? Und ich habe auch nicht, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn der ein oder andere Bug da ist, ne, dass man halt mal in Sachen nicht rein kann. Das ist nervig, aber beim zweiten Mal kann man ja rein, man kann es ja benutzen. Also es sind ja Funktionen da, aber einfach um das alles zu erreichen, dauert einfach viel zu lang. Trotzdem muss ich sagen, ich werde es wahrscheinlich weiterspielen. Ich werde es dann mal im Solo-Modus für mich versuchen. Ich weiß noch nicht wie und wann, aber. Das ist so ein Gedanke, den ich halt gerade habe, dass ich vielleicht da mal ein bisschen meine Freizeit reinstecke in das Spiel. Um einfach mal zu gucken, ob es an irgendeinem Punkt dann mal besser wird. Um es mal einfach so zu sagen. Ja, ja. Ach so, und Nahrung und Trinken ist eigentlich relativ schnell weg. Das ist auch doch. Ja. Ja, ist auch so ein Punkt. Ja. Ich glaube, man kann es skillen, ne? Aber die Punkte, die du hast, um das zu skillen, dauert zu Dauert. lange. Ja, das stimmt. Also das finde ich auch. Also es ist auch wirklich, jetzt wo ich gerade schon wieder gestorben bin, war einfach, ich finde, für das man Gegner hat, wofür man ganz eindeutig Munition braucht, findet man einfach zu schlecht Munition. Also es ist ja ganz gut, wie der Olli gerade sagte. Man kann ja so schön man kann einfach immer zurückgehen, man kann die Schlägen ausweichen. Ja, das ist auch richtig und das ist auch okay so, aber so sollte ein Spiel nicht sein. Es sollte halt ein wirklicher Kampf sein und nicht, dass man einfach die schlechte KI oder die schlechte Animation einfach austrickst, weil man die ganze Zeit einfach zurückgeht und nur weil das Zombie nicht schnell genug hinterherkommt, seine Schlaganimation durchführt. Das so sollte ein Spiel nicht funktionieren. Ja, muss man einfach so sagen. Sehe ich einfach so. Das ist unzureichend. Ja, das funktioniert aber nur, wenn du keine Lecks hast. Ne? Also Das ich habe kommt noch hinzu. draufgeschlagen und ich habe nicht getroffen. Und Ja. dann gehst du nochmal hin, dann haut der zu und dann hat er dich zuerst getroffen. Ja, Also. nachdem du das gesagt hast, habe ich wirklich mal aktiv drauf geachtet. Und man hat wirklich immer das Gefühl, man weiß nicht, treffe ich den jetzt gerade oder treffe ich ihn nicht. Man hat einfach nicht ein echtes Feedback. Teilweise kommen die Geräusche, dieses kommt teilweise extrem spät. Und da denkt man, ah doch, ich habe ihn doch wohl getroffen. Und manchmal kommt es gar nicht. Und man weiß einfach nicht, habe ich den jetzt getroffen, ja oder nein. Ne? Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn man am Anfang halt mit dem Basic sehr viele Standard-Zombies einfach umnieten muss. Ne? Dann würde ich sagen, okay, herausfordernd, aber machbar. Aber ständig diese blauen Zombies dazwischen, die man nun mal nicht mit dem Basic alleine vernünftig bekämpfen kann. Hat das Spiel einfach zu wenig Munition im Loot. Und man begegnet die ja ständig. Und das finde ich schon, ja, mauertig. Also wie man sieht, der Mattes hat also inzwischen schon ein paar auch höherwertige Rezepte gefunden, sodass man jetzt auch wirklich sagen könnte, jetzt fängt man an, mal zu überlegen, wie könnte man eine Base bauen. Ne? Aber irgendwie ist die Luft einfach raus. Guck mal. Ja, das habe ich auch schon. Irgendwie sieht man die Rakete nicht, weil der Ja, du Wind. musst ja auch auf das Teil gucken. Wie auf das Teil gucken. Ah, Ja, jetzt da ist es hat's explodiert. gefunkelt, zumindest eine Zeit lang. Mein Gott, Ja. nee, so kannst du gar nicht gucken. Ja. Ja, der Winkel ist viel zu hoch. So hoch kannst du gar nicht gucken, wie die Rakete im Winkel hochgeht, ne? Tja. Kannst du nach hinten laufen, dann hast du ein bisschen was gesehen.
Ja, also ich finde, Kartoffel. Aber ich kann dir auch noch was anderes zeigen. Ich finde es ja ganz nett. Mathe ist schon wieder. Ja, wenn, dann muss ich das jetzt auch ausnutzen. Was war das? Es passiert doch gar nichts. Wieso, das ist eine Rauchgranate? Siehst du den Rauch nicht? Nö. Ah, doch, Dreh dich doch mal um! ja, da kriege ich viel Rauch. Ah! Okay! Also, Ja! Man sieht es in den Himmel. das Feuer raucht mehr als die Rauchgranate. Ja, im Himmel raucht die Rauchgranate aber mehr. Okay, ja, nett. Auch nett. Also es gibt so ein paar, auch diese Neonschifte. Die haben wir ja gar nicht wirklich ausprobiert. Es gibt schon ein paar nette Effekte, die das Spiel hat. Es gibt ein paar nette Ansätze. Aber für das das Spiel einfach ja auch nicht mehr neu ist, sondern auch schon eine ganze Weile in der Entwicklung, tut sich einfach zu wenig. Und das finde ich, lässt sich nicht alles damit begründen. Ich bin nun mal nur ein Mann-Team. Ja gut, auch als ein Mann-Team kann man hingehen und sagen, was weiß ich, ich nehme mir das Geld, was ich hier für das Spiel gehe, nehme mir zumindest die Hälfte für das Spiel, was ich für das Spiel bekomme, für die Hälfte von dem Geld und gehe mir dafür ein paar ITler auf der Uni anheuern. Und frag mal, ob die nicht Lust haben, an so einem Projekt mitzuarbeiten. Und da wird er 100 pro den einen oder anderen finden, der vielleicht sogar für wenig Geld oder nicht sogar umsonst arbeitet. Also das, finde ich, ist alles nicht wirklich eine Begründung. Ich habe ja dieses eine Jump'n'Run-mäßige Spiel gespielt. Das ist nicht viel geguckt worden auf YouTube. Das war ein wunderschönes Spiel. Das ist ein Spiel, das ist von Leuten auf einer Uni programmiert worden, die dann gesagt haben, ja, komm, jetzt machen wir halt eine Firma auch da auf und bringen das Spiel auch raus, was wir da programmiert haben. Also, das geht. Na, also, deshalb merkwürdig, dass dann halt so eine Ein-Mann-Firma das nicht hinkriegt, über diese lange Jahreszeit selbst die gröbsten Schnitzer rauszubringen. Ne, oder selbst Funktionen so gut reinzubringen, dass sie auch wirklich funktionieren. Ne? Also, Ja, vor allen Dingen, der und größte Punkt ist halt einfach, Logiken einfach du hast ja noch reinbringen. nicht mal mehr einen Lautstärkebalken. Ja. Ja, es ist halt, ich muss doch an irgendeiner Stelle mal überlegen, so wie mache ich das Spiel zugänglicher. Ne? Und es ist halt für ein Survival-Spiel, hast du zu wenig Craften, weil die ganzen Leute, die halt gerne Survival-Spiel spielen, die wollen sich die Sachen nur mal selber bauen. Ja, die wollen auf die Jagd gehen, die wollen die Sachen finden. Aber Jagd, das ist ja auch keine Jagd. Du gehst einfach zu einem Hirschen, du haust ein paar Mal den auf den Schädel, weil wirklich weglaufen tut er ja auch nicht. Ja, und erschrecken vor allem tut er ja auch nicht. Also ein Survival-Spieler findet hier nicht genug für sich als Survival-Spiel. Für jemand, der gerne Gebäude baut, ja, der muss zu lange nach Rezepten suchen. Er fühlt sich hier auch nicht angesprochen. Ja, und für jemanden, der so mehr actionbetontes Survival macht wie wir, die mehr aus der 7-Days-Richtung kommen, ja, bietet das Spiel einen zu trägen Einstieg einfach. Und auch die Gegner, ich will ja gar nicht damit anfangen, von den Animationen und von den Tönen, die die Gegner machen und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht mit anfangen. Ja, es gibt so viele Seiten, wo man halt für wenig Geld sich irgendwelche Musik oder Klänge oder so runterladen kann. Oder man kann im Garten gehen, und fragt mal ein paar Gibt's Freunde, bald. machen wir mal, ja, weiß ich, so ja, ich bin so noch zu Hause. Machen wir mal ein paar Todesschreie, weißt du, und haut die dann in einen Synthesizer und verzerrt die ein bisschen. Da gibt es ja Leute sogar, die das hobbymäßig machen, ne? Also, es ist für mich alles so ein bisschen unverständlich, warum das Spiel nach all der Zeit Also immer treffen noch so tust du auf einen. jeden Fall. Macht das auch Schaden? Schieß nochmal. So einen unfertigen Zustand einfach hat, ne? Für das wir einfach jetzt sagen. Für das wir jetzt einfach sagen, wir geben es auf. Also, das Spiel ist es nicht unbedingt wert, gespielt zu werden. Ja, ich möchte an der Stelle einfach mal, Sekunde, ich möchte einfach mal den fünften Mann, den wir vielleicht auch schon vermisst haben an der Stelle.
Wer tippt denn da auf einer Schreibmaschine? So. Ich nicht. So, zum Stand der Alpha 5.6 Version. Also zuerst bin ich mir bewusst, dass es sich noch um ein Alpha handelt, aber die Alpha enttäuscht mich im Moment so hart. Bugs sind überall. Grafen, Texturen und Hardtexturen sehen beschissen aus und ähneln ein Spiel aus 2014-15. Wow! Die KI ist dümmer als dumm. Die Server laggen extrem. Animationen sind stockend, sehen beschissen aus und haben keinen fließenden Übergang zwischen Animationen. Das Spiel wird geupdatet, aber es werden gefühlt keine Bugs behoben, eher im Gegenteil. Die Waffen spielen sich unrealistisch. Ja, ich sehe es, du hast ja ein Inventar. Das Fahrverhalten ist mega schwammig. Ja, und so. Und das war das Ende seines Kommentars. Und er hat es im Solo-Modus, glaube ich, irgendwie 2-3 Stunden gespielt. Wo jetzt dein Inventar auch wieder, Chris? Und das hat schon, ne, ich finde, das sagt alles. Player an der Stelle einfach. Ja. Hä? Connecte. Ach so. So, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal Schluss. Also, ich will wissen, ob das funktioniert. Bitte. Die einfach dieses Let's Play, ich mach mal das TS aus. Die einfach halt Spaß dran haben, mich dann vielleicht noch mal ein bisschen hier weiterspielen zu sehen, die sollen ein bisschen Geduld haben. Olli sagt auch, so war es bei mir auch, keine Lust mehr drauf gehabt. Ja, ich finde, gewisse Leute hypen überflüssig, verhypen das Spiel. Aus einem Jahr, ich weiß nicht, ob aus finanziellen Gründen oder aus was weiß ich für Gründen man so ein Spiel hypt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wenn man es halt realistisch spielt, merkt man erst, wie schlecht es eigentlich ist. Und ja, schade. Viel verschenktes Potenzial. So, also, ich sag dann an der Stelle mal Tschüss. Ich mache mal TS auch wieder an. Ich sag mal an der Stelle Tschüss und ja, macht es gut. Schaltet vielleicht zum Solo wieder ein. Versuch's nochmal. Wir werden auf jeden Fall dann ab nächsten Samstag 7 Days spielen. Na, also wenn ihr Lust habt, am Samstag zuzuschauen, wir werden 7 Days in der Alpha 20. Wir haben es ja in den letzten Wochen mal ein bisschen Probe gespielt. Das habt ihr vielleicht schon gesehen auf dem Kanal. Also nächste Woche, oder? Nee, ab jetzt Samstag. Gut, das muss ich ja wissen. Ja, oder wir können es auch. Muss ich auch vorher wissen, ob ich die Sachen schon aufspielen muss. Ja, wir können es auch erst ab Donnerstag spielen. Mir ist es egal, und wir spielen Icarus am Samstag. Ich hab's schon runtergeladen. Ja, bei mir ist auch noch runtergeladen. Ich musste daher tatsächlich noch mal den Charakter neu machen, ne? Ja, das ist. Ja, das war ja eben eine neue Version. Deswegen. Ja. Also, ihr werdet sehen. Entweder spielen wir am Samstag Icarus. Und dann ab Donnerstag dann 7 Days oder umgedreht. Ihr werdet es ja sehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Restabend und danke, dass ihr mit uns hier dieses Spiel durchgehalten habt. Aber man kann einfach mal enden. Sorry, aber das war nix. Bis dann. Tschüss. Aber ich habe jetzt